Hallöchen, ich begrüße euch zum Spinnen, zu unserem Jahresprojekt vom Kammzug bis zur Socke, zu Teil 3. Wir verspinnen in diesem Teil, ja, ich hatte ja das halbiert, dieses Kartenband, und das ist jetzt praktisch die zweite Hälfte. Aber bevor wir das machen, zeige ich euch, wie man eine Spule umsetzt. Und zwar habe ich mir das jetzt wieder aus dem Spinnkreis mitgebracht und ihr seht schon meinen schönen Faden. Und ich zeige euch als allererstes mal, wie ich die Spule rausmache und die neue einsetze, und dann zeige ich euch auch den Anfang. Also zuerst mal mache ich das hier locker. Das hier ist ganz normales deutsches Hausschaf, was ich hier versponnen habe. So, dann schraube ich das hier vorne ab. So, da muss ich mir das irgendwo hinlegen, dass ich dann die Schraube nicht suchen muss. So, mach das hier locker. Nehme das hier so nach oben raus. Mach hier hinten den Faden ab. Ziehe die Spule runter von diesem Spulenhalter. Setze die neue auf, und jetzt muss man darauf achten, dass hier hinten, wo dieser Faden lang läuft, der das Rad, ich drehe ja das Rad an und der Faden läuft ja über die Spule, muss ich nach hinten setzen. So, jetzt muss der Faden, vielleicht manchmal kriegt man es hin, dass es auf der Spule schon ist. So, Entschuldigung, wenn ich jetzt im Weg war, ich mache es nochmal. Also drauf, dann hier hinten einsetzen. So, hier vorne einsetzen. Dann mache ich das wieder zu. Und jetzt ist das wieder, dass ich mir praktisch am Anfang erstmal erarbeiten muss, ob ich das dann wieder noch mehr zudrehe. Hier, das ist ja, wie viel Trall drauf kommt, das kann man hier vorne an diesem kleinen Schräubchen regeln. Und jetzt habe ich das umgesetzt. Jetzt muss ich das erstmal hier so. Ich fange immer vorne rechts an. Manchmal fange ich auch vorne links an. Am Anfang, wenn man ganz am Anfang spinnt, fängt man hinten an. Weil, aber mein Faden ist auch nicht so lang. Normalerweise als Anfänger hat man mindestens dreimal so lang den Faden. Weil man muss ja erstmal am Anfang lernen, wie mache ich den Faden auf diesem Stück? Wie setze ich meine Faser an diesem Stück Faden an? Und wie trete ich? Und wie gebe ich den Trall frei? Also bei mir geht das jetzt schon super. Gut, Vorführeffekt, mal sehen, wie es jetzt wird. So, jetzt habe ich das hier praktisch um den ersten Haken gemacht. Also geht dann der Faden auch hier am Anfang drauf, hier durch. Und jetzt habe ich praktisch dieses Stück zum... Seht ihr das schön? Ja. Jetzt habe ich praktisch dieses Stück... Warte, ich mache es mal hier rüber. Dieses Stück zum... Ansetzen meiner Faser. So, das mache ich jetzt auch gleich. Also ich habe mir das so angelernt, dass ich das erstmal vorziehe. Hier seht ihr schon, wie schön lang das ist. Das reicht mir aber nicht. Ich ziehe dann immer meistens die Faser so aus und schaue mir erstmal an, wie der Anfang ist. Das mache ich bei jeder. Egal, ob ich das schon mal die Hälfte versponnen habe oder nicht. Weil ansetzen, das kann ich ja. Ansetzen an so einer Faser, das ist ja wie nachts aufwachen und kannst du Fahrrad fahren. Yo. Aber am Anfang mache ich dann immer so, dass ich mir das so schaue, wie die Faser sich verhält. Dadurch, dass ja hier dreierlei drin sind.
So, jetzt habe ich praktisch das richtig schön vorgezogen. Und jetzt drehe ich erstmal ein bisschen. Und dann setze ich die Faser meistens an. Oder ich halte es so fest, dass mir der Drall gleich hier vorne die Faser mitnimmt. Und dann lasse ich meistens los. Der Drall geht weiter. Und hier hinten kann ich dann ansetzen. So, da höre ich dann auch zwischendurch immer mal auf. Also, ich mache es jetzt erstmal. Ihr seht schon, es leiert durch. Also werde ich jetzt erstmal hier die Schraube wieder ein bisschen anziehen. Ach so, jetzt weiß ich, was das ist hier. Ja, hier muss ich jetzt eine. Weil der Faden ist schon ziemlich locker. Wahrscheinlich hätte ich mir auch mal neuen Faden drauf machen müssen. Naja, es geht gut. Okay. Und immer, man muss am besten immer so oben Schwung geben, weil wenn man hier unten macht, kann sein, dass man dann hier diesen Antriebsriemen, wie nennt man das, abschlägt. So, ihr seht schon, es hat geklappt. Der Faden hat sich mit meiner Faser super gut vereinigt. Und jetzt mache ich erstmal hier weiter. Ich finde es jetzt viel zu fest, also muss ich das jetzt erstmal wieder locker machen. So. Seht ihr das schön? Wenn nicht, ihr müsst immer drunter schreiben, wenn ihr irgendwas anders haben wollt. Und jetzt möchte ich erstmal hier drüben die Faser verspinnen, damit es am Anfang ein schönes Orange gibt. So. So. Und meistens reiße ich mir das jetzt erstmal ab und schau mal hier. Hier ist noch Orange. Weil dadurch, dass man es geteilt hat, kann es vorkommen, dass einer der Stränge so wie hier. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich mache das weg. Das hatte ich euch ja erklärt. Manches macht man weg beim Spinnen, manches gefällt einem. So, und dann lasse ich den Drall nochmal raus. Mache mir die Faser nochmal auf. Und lege es hier oben an. Dann muss ich mal kurz aufhören. So, jetzt geht's weiter. So, jetzt habe ich es schön erwischt. Jetzt machen wir erstmal hier drüben das Lila weg. Und dann setze ich an das Gelb. Ich mache das noch mal ein Stück zurück. Also ihr seht, am Anfang ist es ein bisschen sehr fummelig, aber ich habe mir das so angelernt, weil nämlich jeder muss ja dann rauskriegen, wie er das am besten schafft, wieder diesen Faden so hinzukriegen, wie er das am besten kann. Also wenn du Spinnerin bist und das anders machst, kannst du mir das ja gerne mal drunter schreiben, wie du den Anfang machst. Jetzt, ich versuche mal, diese Faser nach vorne ein bisschen auszuziehen, weil ich finde das schön mit diesem gelb melierten. So kann man sich auch immer wieder Faser dazu holen. Ich glaube, jetzt habe ich es wieder schön. Mir ist es aber noch ein bisschen dicke. Jetzt muss ich erstmal aufhören, weil ich merke, dass die Faser geht gerade nicht richtig zum Ausziehen.
Ich muss mir das jetzt erstmal alles ein bisschen vorziehen. Hier merkt er, dass ich manchmal gar nicht ausziehen kann, weil das sind diese langen Fasern. Ich hatte euch das ja erklärt mit dieser Stapellänge. Wenn man das nicht ausziehen kann, heißt das, hier Fasern drin sind, die mindestens auch so lang sind. So, machen wir erstmal ab und dann werde ich erstmal sehen. So. Ich kann gar nicht richtig schön ziehen. Bei der anderen Seite am Anfang war das ja auch so. Bei euch ging es ja dann später im Video im ersten los, weil ich gemerkt hatte, dass es irgendwie nicht richtig geht, der Anfang. Ich hatte euch das ja auch im letzten Video erklärt mit den Fasern. So. Diesmal wollte ich komplett kommentieren, wie und warum ich das in diesem Moment so mache. Weil vielleicht möchtest du auch mit Spinnen anfangen und dann ist immer schön, wenn einer das mal erzählt, warum er da gerade so in diesem Moment handelt und warum nicht. Klar musst du dir das dann selber noch anlernen. Und klar musst du dann noch selber rauskriegen, wie du das dann machen möchtest. Hier ist mir das ein bisschen zu dick. Da mache ich das dann komplett wieder auf. Und zieh die Stellen noch mal nach. Hier ist auch also noch mal ein Stück zurück. Hier fängt es schon an. So. Und dann lasse ich den Drall einfach noch mal drauf laufen. Und ihr seht schon, hier hinten ist mir der Drall in die Faser gelaufen. Und hier vorne ist noch dicke Faser. Dann ziehe ich ganz vorsichtig, gebe wieder Drall drauf, wieder bis dahin, ziehe das nochmal aus. Hier ist es auch nicht schön. Ihr seht das, wie dick das hier ist und hier wird es schon wieder viel dünner. Ich kann mir das auch nicht, wie ich das einmal erzählt hatte, mir den Drall einmal reinlaufen lassen, weil das hier komplett vermischt ist, so dass ich das wirklich Stückchen für Stückchen meine Aufmerksamkeit schenken muss und überlegen, wie ich das dann hier mache. Und wenn du merkst schon, jetzt wird er schön gleichmäßig. Und jetzt kann ich mache noch ein Stück und dann überprüfe ich, ob der Drall genug ist. Das zeige ich euch auch gleich. So, ich mache das jetzt hier komplett noch mal auf. Warte, ich muss mal gucken, wie rum. So, noch ein Stück. Und dann halte ich mir das so hin, lasse das einmal zuschnippen. Und ihr seht, ja, der Drall ist super. Ich habe ja gesehen, ich muss es nach der Seite halten. So wird es aussehen, wenn man es zweimal verzwirnt. Toll, oder? Richtig schön gleichmäßig. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt mache ich das praktisch wieder auf und mache es mir einfach hier wieder zurück bis an die Stelle.
Oder ein bisschen mehr, so. Okay, jetzt geht's weiter. Ich halte dann auch hier fest, damit ich praktisch, damit die Faser und der Drall langsam kommen. Weil jetzt habe ich das echt schön. Und dann muss ich das ganz gemütlich so weitermachen. Aber ich merke schon, ich habe jetzt hier wieder einen kleinen Knuddel. Ich habe hier wieder so einen kleinen Knuddel. Und lange Fasern aber dazwischen. Dann tue ich meistens sehr langsam treten. Und dann merke ich auch das hier wieder nochmal nach. Und noch einmal Drall drauf. Ich merke, dass nur hier die Faser wegnimmt und dann gleich auch schon zu Ende ist. Dann lege ich mir das meistens. Meistens so an, neu und ziehe das erstmal auf gleiche Höhe. So. Und gebe dann den Drall so auf dieses Stück drauf und dann erst ziehe ich wieder. Jetzt merke ich, dass hier ist noch ein bisschen dick. Dann gucke ich erstmal, dass ich noch mal so mir das bisschen. Ja, das waren ja hier drei verschiedene Fasern. Und ich hatte euch ja gesagt, wie der Hersteller das dann praktisch hinten in die Maschine reinmacht und das Kartenband vorne rauskommt. Das weiß nicht, ob man das so regeln kann. Also ihr seht schon, ich mache dann manchmal noch mal auf und ziehe es nach. Jetzt haben wir hier ein tolles Grün und hier ein bisschen Gelb und ein bisschen Blau. Das hier ist ja eigentlich braun, aber dadurch, dass sich das hier so vermischt mit diesem Grün und Blau, das wird dann ein bisschen wie Hautfarben. Jetzt muss ich erstmal hier wieder nochmal ein Stück aufmachen, weil hier ist es mir ein bisschen dick. Ich will das hier alles mit einer Dreier verstricken. Mit einer Dreiernadel. Vom Nadelspiel. Ja, ich weiß, es gibt auch andere Nadeln, die zusammenhängen und wo man nur zwei dann braucht. Aber ich weiß nicht, ich nehme ja am liebsten die kurzen. Da gibt es ja 18er und 15er Länge. Und ich nehme ja meistens die kurzen. Jetzt wird es langsam. Ja, das ist auch oben am Bündchen. Da ist es ja auch nicht so, sag ich mal, nicht so schlimm, wenn das dann ein bisschen dicker ist. Wenn das alles einheitlich dicker ist.
Hier habe ich ein einzelnes Haar, gell? Das ist ja von dem Alpaka, von dem Oberhaar. So, jetzt wird es richtig schön. Ihr seht, manchmal ziehe ich vorne, manchmal ziehe ich hinten. Ja, das kommt dann auf die Faser an. Man merkt es ja hier vorne, wie. Und jetzt ist wieder so ein Knuddel hier. Ihr seht das, ich mache es euch mal breit. Die Haare sind hier alle gleich lang. Komplett. Kann man mal hier vorne anfassen. Wie viele Zentimeter sind das? Ja, so 8, 7, 8 Zentimeter. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Möchte ich das kunterbunt, also rot? Dann kommt hier die gelbe Faser. Hier hinten geht es dann ins Grün. Und wenn man das wird ja auch dann braun. Ich mache dann meistens bunt meliert. Also ich versuche das so schön gleichmäßig bunt hinzubekommen, dass ich mir die eine Farbe oben hin mache und die andere unten rausziehe. Bisschen gleichmäßig. So, jetzt merke ich, die Seite hier drüben, die kriege ich nicht zu fassen, wenn ich jetzt nicht mal kurz aufhöre. Ich ziehe es dann meistens nach hinten ein bisschen aus. So, hier kann ich auch die Fadenspannung überprüfen. Also wenn ich, das sind ja ungefähr 3 cm. Wenn ich so mache, es entstehen 3 Knötchen. Das ist bei mir, ich habe die Fadenspannung immer noch richtig. Der Drall ist noch super. Ja, man kennt ja dann sein Rad, gell? Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch Handarbeit. Und man kann mal unaufmerksam sein oder mal wie hier jetzt wieder so ein etwas dickeres. Dann spinnt man ja nicht gleichmäßig hin und her, wisst ihr? So. Trotzdem muss man dann immer noch das wieder überprüfen mit dem Drall. So, und meistens mache ich mir dann, entweder was mache ich es weg oder ich versuche das hier so anzugleichen, nochmal als Faden auszuziehen. So nochmal an dran zu legen und wenn euch das Format gefällt, dann schreibt es mir drunter, dann mache ich das nächste auch wieder so. Oder ich mache jetzt einfach mal 3 wieder so. Und dann schreibt er mir drunter, dann mache ich die nächsten dann wieder anders. Ihr seht das, wie schön hier diese Farben melieren. Diesmal habe ich es extra, dass ihr mal den ganzen Blick auf die Spule habt. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gequatscht. Ja, es ist ja. Und dann mache ich das meistens gar nicht hierher, sondern gleich hierher. Weil hier wäre ja jetzt praktisch hier. Da aber schon ganz viel Faden ist, mache ich das jetzt hier rüber. Jetzt kann das hier praktisch hierhin sich verteilen, der Faden. Ich habe jetzt hier erstmal alle. Dann setze ich mir das hier erstmal an. Vorgezogen ist ja alles schon, habt ihr ja vorhin mitgekriegt. So,
Mach mit den drei ein bisschen zurück. Lass mir das so hier rein. Mach wieder ein bisschen zurück. So. Und habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier losgelassen und jetzt ist praktisch das Stück, dieses zusammengesetzte, das Stück hier, ist dieses zusammengesetzte. Und jetzt seht ihr, hier unten sind noch Fusseln von diesem und der neue ist jetzt hier schon dran. Jetzt habe ich mir ganz viel Drall drauf laufen lassen. Und zieh das erstmal aus. So. So. So, ich würde sagen, noch ein Stückchen, dass ihr seht, wie schön das jetzt wird. Also ich habe auch hier hinten jetzt, damit ich hier vorne nehme und dann mache ich immer so praktisch zentimeterweise, sagt man dazu, diese Stapelgröße, dass das sich hier nach vorne auszieht, weil ich habe gemerkt, das ist komplett vermischt, diese kurzen und langen Fasern, dass zwar ich die langen hier hinten festhalte und die kurzen auch gleichzeitig mit rausgehen. Also, und ihr seht schon, wie schön sich das jetzt hier drauf macht. Toll, oder? Ich bin immer wieder fasziniert, wie dann die Farben entstehen. So, jetzt machen wir mal weiter. So, jetzt möchte ich, dass das Grün hier praktisch, der Rest jetzt sofort mit weggeht. Dann ziehe ich erstmal hier drüben so mit dem Finger, dass ich dann auch wirklich mal ein Stück, wo nur eine Farbe ist, mache. So, jetzt habe ich das so weit, dass praktisch jetzt nur hier das alles blau ist. Vielleicht wird es mal heller oder hier ist, hier unten ist dann noch ein bisschen gelb. So, erstmal weitermachen. Ich kann das dann praktisch einen Faden abarbeiten. Oder ich nehme mir dann von den anderen Seiten, je nachdem, wie der Faden läuft, die Faser weg. Jetzt habe ich gemerkt, dass hier wieder zu viel ist. Ihr seht es auch von der Menge her. Das merkt man, wenn man mit den Finger drüber geht, dass dann plötzlich dicker wird. So, jetzt habe ich mir das zwar reinlaufen lassen, den Drall in den Faden, aber ich gebe dann meistens noch mal zwei Dritte drauf. Das ist viermal Drall. So, meine Lieben. Schreibt schön drunter, was ihr noch für Fragen habt. Und dann würde ich sagen,
Wir sehen uns wieder bei Teil 4. Tschüssi, meine Lieben. Und schreibt drunter, ob euch das so gefällt. Dieses Hochkantformat meine ich damit. Also, tschüss, bis zu Teil 4.